Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder eine kleine Wanderung. Und zwar bin ich wieder bei Feldberg und ich wandere heute an dem See Schmaler Luzin lang. Da ist so ein kleiner Wanderpfad. Scheint ganz schön zu sein. Im Hintergrund sieht man schon den See. Das ist so ein schmal gezogenes, langes Ding. Scheint ganz interessant zu sein. Und wenn ihr sehen wollt, was ich sehe, dann wie immer dranbleiben. Ja, und hier sieht man, geht's los. Für Fahrräder ist es hier nicht erlaubt. Da gibt es oben nochmal einen Weg. Ich nehme natürlich den Wanderpfad. Und die ersten Meter scheinen schon mal vielversprechend zu sein. Ah, eine sehr schöne Gegend ist das hier. Gefällt mir. Naja, gucken wir mal. Ja, und zwar geht dieser Wanderweg bis nach Karwitz. Da ist auch eine Badestelle. Man kann aber auf ungefähr der Hälfte von diesem Weg kann man auch mit dem Boot rübersetzen und von der anderen Seite nach Karwitz gehen. Karwitz. Und dann quasi auch wieder zurück auf diesen Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob durch Corona das jetzt nicht möglich ist. Das kann ich euch nicht sagen. Wir gucken mal. Wir lassen uns mal überraschen. Echt schön, Natur belassen hier. Super. So was mag ich auch. Boah. Ja, und sowas haben wir dann auch noch hin und wieder. Dann geht das so lang. Cool. Kleiner Klettersteig sogar noch. Vom Wetter her ist es heute auch noch recht angenehm, ein bisschen windig, aber es ist trocken, da wollen wir mal nicht meckern. Die Luft ist hier richtig geil. Mag ich. Ist nice. Hört immer so das Plätschern auch vom See. Das Ding hier. Na bitte. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele Kilometer das insgesamt sind. Gucken, ob ich da noch irgendwo ein Schild finde. Da vorne beim Eingang, wo ich jetzt rein bin, wo auch der Wanderpfad unten anfängt, waren jetzt wie gesagt keine Schilder. Deswegen kann ich das jetzt euch nicht so genau sagen. Ich weiß aber, dass da in etwa von der Hälfte vom See nachher ein Bootsanleger ist. Mal gucken, ob da was ausgeschildert ist, dass man da mal ein paar Rückschlüsse drauf ziehen kann. Ja, ich bin jetzt auch schon durch Feldberg ein bisschen durchgelatscht, um da überhaupt hinzukommen. Und, ja. Auf jeden Fall sehenswert. Ja Leute, so langsam komme ich in die Nähe, wo die Boote sind. Könnt ihr die da hinten auch schon sehen? Ja, da ganz hinten. Da ist eins zu sehen. Da kann man, wie gesagt, rübersetzen und dann hinten das umwandern.
da sind wir. Die erste Teil haben wir geschafft. Wir können schon mal mit Auto runterfahren. Das sehe ich hier. Eine schöne Treppe. Ja, da müssen wir auch noch hoch. So, ein Schild. Garitz 3,5. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht ausgeschildert. Feldberg Bahnhof 1,1. Und da hinten ist so eine halbe. Ich habe mal wieder ein paar nette Leute getroffen. Ja, ist immer schön. Wo man ein bisschen lächeln kann. Es wird echt ganz schön windig. Also steht ein frostelig. Herrlich. Jetzt habe ich noch welche vor mir. Die überhole ich bestimmt gleich. Ich habe einen schnelleren Schritt. Hier noch 3,5 Kilometer bis nach Karwitz. Ach Gott. Naja. Da oben bin ich gestartet, also hier schon lang. Jetzt habe ich das Ende noch vor mir bis hier. Man kann jetzt hier noch weiter, dann wieder hier bis zur Fähre, aber die fährt ja nicht. Und hier oben das Ende nachher, das ist nicht so schön, das ist bloß eine Landstraße. Deswegen werde ich bloß bis Karwitz gehen, Karwitz, dann wieder zurück und dann nachher hier oben zurück nach Feldberg. Ja,
Das ist der Plan. Und so sieht das Ganze von oben aus. Schön, oder? Ja, ich bin hier gerade bei der Badestelle. Schöne Ecke. Vielleicht auch vom Hintergrund so ein bisschen sieht. Könnt ihr sehen. Könnte man mal im Angriff nehmen, mal einen Sommer herfahren zu baden. Bei dem sauberen Wasser vorne ist es auch schön flach. Für Kinder ist sehr geeignet. Ist gut. Jetzt geht's weiter. Ein Stück habe ich noch. Und es wird immer windiger. Ich hoffe, man hört mich. Ja, wird Zeit, dass ich ein Funkgerät kaufe. Ist alles nichts. Schön, echt schön flach. Also bestimmt 6 Meter ist das schön flach rein. Habe ich noch zu laufen. Ihr habt das ja schon gesehen, das geht da hinten nochmal rum. Ist noch ein bisschen, ne? Boah, guck mal hier im Hintergrund. Der hat 2 Bäume umgerissen. Wahnsinn! Was für eine Wurzeln das sind, wa? Jo. Da hinten, da sind die ersten Gebäude schon zu sehen, die ersten Häuser von Karwitz. Das heißt, ich nähere mich mein Ziel. Herrlich. Man freut sich immer, wenn man was schafft. Wenn man ein Etappenziel erreicht hat. Und in dieser Ecke gerade ist es auch nicht mehr so windig. Das scheint hier durch den Hügel so ein bisschen abgeschirmt zu sein. Das finde ich richtig gut. Das Wasser ist richtig schön ruhig. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Gucken wir nochmal. Seht ihr das? Ist richtig schön ruhig hier. Man hört den Wind aber. Also es scheint durch diesen Hang sehr gut geschützt zu sein gerade. Macht das Spazierengehen natürlich nochmal schöner. Oh, hier habe ich wohl noch mal eine Badestelle entdeckt. Das geht auch hier schön flach rein. Ah, kristallklares Wasser. Oh, das geht bestimmt hier 7-8 Meter schön flach rein. Und von dort geht es ein kleiner Weg nach oben. Da ist bestimmt ein Parkplatz. Und was ich noch entdeckt habe, wenn man so auf der Kamera sieht, da oben der kleine Turm, das kleine Ding da, das scheint eine alte Mühle gewesen zu sein. Das gucke ich mir noch an. Ich halte ihn, ich halte ihn. Oder auch nicht.
irgendwo da ganz, ganz hinten, da war die Badestelle. Und das ganze Ende bin ich dann abgelaufen. Ja, da ist die alte Mühle. Cool. Dass ich gleich da so vorne rauskomme. Ach je. Gucken wir mal, wie dicht wir da noch rankommen. Hier ist noch eine Beschilderung. Feldberg. Fernfähre. Neuhof. Ja, leider ist das Betreten verboten, um jetzt zu der Mühle zu kommen. Ich habe wohl schon lange nicht mehr Korn gemahlen. Leute, ich bin ein paar Kilometer an der Straße lang gelaufen. Das ist ein Radweg. Freies Feld. Junge, Junge, da pfeift der Wind. Da geht die Kälte natürlich durch, ne? Ist halt so, jetzt habe ich hier ein bisschen wieder Schutz. Jetzt gehe ich ein bisschen bergauf und dann wieder Richtung See. Und dann quasi da, wo die Badestelle war, die große. Und von dort aus dann Richtung Feldberg weg. Und wie ihr auch schon seht, es wird langsam dunkel. Ja. Wollte ich euch gerade den Weg nach unten zeigen. So diesen... zu der Badestelle, das ist da gewesen, wo ich mit der Bank da stand, mit der Kleinen. Aber da kam leider gerade eine Frau mit einem Hund und der war nicht so freundlich, der Hund. Dann gehe ich jetzt hier oben weiter. Geht sich auf jeden Fall besser wie auf dem Asphalt. Und, ist auch schön anzusehen hier. Und bei dem Wetter heute sind gar nicht so viele unterwegs. Das gefällt mir. Oh, was haben wir denn hier noch entdeckt? Alte Hütten. Lost Place. Oh. Das scheint eine Crossstrecke zu sein, eine alte Kieskugel oder sowas. Hier war mal ein Festival. Guanauten. Eine kleine Feuerstelle. Geschützt. Auch nicht schlecht. Der Blick nach draußen. Bestimmt mal einer bivakiert. Ja, hier haben wir schon die nächste Hütte. Also ich glaube, hier ist öfters mal eine Goa wohl, ne? Sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Ja Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Hier mit den Grenzen hier noch ein paar Holzhütten oder Klettergerüste, was er gesagt hat. Links davon scheint eine kleine Bude gewesen zu sein. Ist, sehr interessant, was ich hier jetzt mal entdeckt habe. Coole Sache. So ist das, wenn man spazieren geht. Man kann allerhand so finden, was man vorher noch nicht so kannte und auch schon gar nicht auf Google Maps sieht. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat mit dem Video, wie immer Daumen nach oben. Und natürlich ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal, sage ich. Ciao, ciao.